Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, na, das ist ja wieder mal eine Sternstunde der Bildungspolitik von SPD und CDU. So geht bildungspolitische Schwerpunktsetzung, jetzt wissen wir es endlich. Nicht genug, dass die Koalition trotz massiver Proteste die Arbeitszeitkontenbildung beendet und eine Arbeitszeitverlängerung ohne adäquaten Ausgleich zementiert hat. Nein, es wurden ja auch noch 2 Tage zusätzlicher Anwesenheit in den Sommerferien angeordnet. Und damit die Lehrkräfte dann nicht auf dumme Gedanken kommen und die Zeit mit dem Austausch von Urlaubserinnerungen oder mit Tennisspielen auf dem Sportplatz vergeuden, schiebt die COA nun nach. An einem der neu eingeführten Präsenztage soll gefälligst eine Fortbildung stattfinden. War der alte Präsenztag also am Freitag, dann bleiben jetzt noch Mittwoch und Donnerstag für einen Fortbildungstag. Innerhalb von 2 Tagen soll nun also für 28.000 Lehrerinnen und Lehrer eine Fortbildung organisiert werden. Dabei bin ich ja mal gespannt, aus welchem Hut die regionalen Fortbildungsstätten und das LISUM das zaubern werden. Und der alte Präsenztag bleibt tabu, damit das mal klar ist. Wozu braucht es eigentlich eine Schulleitung, Jahrgangsleitung oder Fachbereichsleitung? Die SPD und die CDU-Fraktion liefern ja jetzt die Planung. Da könnte man doch glatt einige Stellen einsparen. Oder wollen Sie hier vielleicht durch die Hintertür... Oder wollen Sie hier vielleicht durch die Hintertür die Studientage einsparen? Lies sich so in Ihrer Begründung. Wenn ja, will ich mal ein bisschen ernster werden. Also in der Begründung für die Änderung der Urlaubsverordnung vom 26. August 2014, nur für Sie, Herr Oberg, heißt es, mit der Verpflichtung der Lehrkräfte zur Dienstleistung in der Schule an nunmehr 3 Tagen vor Ende der Sommerferien sollen die Lehrkräfte auf die Anforderungen des neuen Schuljahres gezielter vorbereitet werden. Gute Idee. Aus meiner Erfahrung gehören dazu die Beratung der Schulleitung und des Oberstufenausschusses, die Durchführung von Gesamtkonferenz, Jahrgangskonferenzen, Fachkonferenzen, die Vorbereitung der Buchausgabe, das Bereitstellen von Unterrichtsmaterialien, das Einrichten der Kurs- und Klassenbücher, die elektronische Erfassung der Schülerdaten, die Ausgabe und Abgleichung der Stundenpläne, die Abstimmung der Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und Erziehern und den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die Planung und Vorbereitung der Projektwoche, die Abnahme von Nachprüfungen und nicht zu vergessen die Vorbereitung der ersten Unterrichtstage und der Elternversammlung und so weiter und so fort. Und durchaus könnte zur gezielten Vorbereitung der Lehrkräfte auf den Unterricht auch eine Fortbildung gehören. Dafür wiederum bedarf es keines parlamentarischen Beschlusses. Das kann eigenverantwortlich von den Schulen organisiert und von der Senatsverwaltung gerne mit Empfehlungen und Angeboten unterstützt werden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oberg? Aber immer. Herr Oberg, bitteschön. Ja, er war auch Schüler. Herr Oberg, drücken Sie sich noch mal bitte ein. So, jetzt klappt's. Vielen Dank. Frau Kittler, ja. Sie haben uns ja eben mit einer wirklich langen Liste der Aufgaben und Verpflichtungen bereichert. Da müsste man ja fast den Eindruck haben, dass es mehr als 3er Präsenztage bedürfte, um all das zu erledigen. Darf ich Ihren Redebeitrag so verstehen, dass Sie sich wünschen, dass es noch mehr Präsenztage gibt? Ja, das hätten Sie wohl gerne, Herr Oberg. Das haben die Lehrerinnen und Lehrer bisher immer in den ersten 2 Schulwochen in ihrer Freizeit nach dem Unterricht erledigt. Falls Sie das nicht wissen, kläre ich Sie dann gleich mal auf. Also wissen Sie,
Ich kann Ihren Antrag wirklich nicht ernst nehmen, das muss ich hier nochmal sagen. Und ich mache deshalb jetzt hier einen Ersetzungsantrag für den gesamten Antragstext wie folgt. Das Abgeordnetenhaus fordert den Präsidenten auf, ab dem Parlamentsjahr 2015 in den Parlamentsferien einen Präsenztag verbindlich als Tag für Fortbildung für alle ahnungsfreien Abgeordneten festzulegen.